Es wird wieder Zeit für Diablo 2. Im dritten Akt. Ist nicht Ihr Lieblingsakt? Nee, da gibt's bessere. Da gibt es nämlich so kleine Wesen, die so sind so klein, die kommen so mit Messer. Die übersehe ich immer so schnell. Dann stehen sie plötzlich vor einem. Oder man wundert sich, warum das Leben plötzlich so schnell runtergeht. Ja, das sind so die Herausforderungen und jetzt gerade Albtraum sind die natürlich noch ein bisschen hartnäckig. Hm? Jetzt schauen wir mal beim Quest rein. Nichts. Dann gehen wir wieder. Aber das erste Quest wird ja direkt draußen auftauchen, wenn wir diesem komischen Wanderer begegnen, aus dem dann ein paar Monster entspringen. Ja, Sir. Da ist er schon. Hier ist er. Hallo, los. Stirb. Die Fallen stehen schon. Gleich bist du weg. Und hier kommen sie hinten. Zum Glück haben die so eine große Reichweite. Ja, liegt nicht besonders da. Können wir weitergehen, ne? Ich hab echt Tränke, ist doch voll. Ich hab extra ein paar mehr mitgenommen. Das war jetzt auch nicht der erste Quest. Was war denn da mal? Nee, das erste war. Ja, dieser Vogel, ne? Ja, so ein Vogel. Das ist so ein. Die Jadefigur, glaube ich, heißt die. Die lässt irgendeinen, ich weiß nicht, ob es sogar ein Champion war, im ersten Bereich, wo irgendwo hier im Dschungel. Muss nicht mal der Spinnenwald sein, kann da bis auf dem großen Moor sein. Vielleicht hier sind schon Dino. Das könnte durchaus sein, dann ging das alles schneller als gedacht, wenn das genau jetzt passiert. Und wird das passieren? So weg? Ne, jetzt erlebt noch das Kälteverzauber nicht mehr ein Stück weg. Da liegt eine Jadefigur. Wo? Oh, ach da. Eine wertlose Statue. Hast du natürlich vielleicht kann ich sie gegen etwas Besseres tauschen. Ja, gehen wir direkt mal wieder zurück, ne? Ja, was müssen wir denn jetzt machen? Die müssen wir abgeben. Steht im Questbuch. Alles klar. Fragt keinen zur Jadefigur. Ist das nicht falsch? Heißt es nicht, fragt keinen? Sie ja, war ein blöder Witz. Sie ist so lustig. In Ludgolain hat mir... Danach sollen wir zu Mischief hier. Ciao, zeigt Mischief die Figur. Also Kain schickt uns zu Mischief. Kann man nicht einfach alle zusammentrommeln und sagen, guckt mal, was wir hier haben? Mischief wird jetzt eintauschen. Jetzt kommen nämlich Kain zum Goldenen Vogel. Also wir haben die Jade-Figur gegen einen Goldenen Vogel getauscht, denn Mischief hat eine Sammlung und da hat die Jade-Figur noch gefehlt. Daraufhin hat uns den Goldenen Vogel gegeben, den er nicht brauchte. Der gehört nicht zur Sammlung. Der gehört nicht zur Sammlung. Ich habe Legenden über... So, jetzt haben wir keinen über den Goldenen Vogel befragt und jetzt sollen wir den Goldenen Vogel dem Herrn Alkor geben. Der ist hier hinten. Genau, der ist dort hinten. Der wird nämlich, glaube ich, irgendeine Asche oder sowas da drin finden in dem Vogel. Verdammt, Genau, ich sage, kehrt zu Alkor zurück, um eure Belohnung zu erhalten. Also man soll eigentlich kurz rausgehen und wieder reingehen. Aus der Asche von Kuile habe ich euch einen Trank gegeben. Schon haben wir einen Trank bekommen, der ist jetzt im Inventar. Und dieser Trank mit Rechtsklick erhöht er permanent um 20 das Leben. Gluck. 562 aktuell. Saufen 582. Ich habe 402 Leben. Dass ich so wenig Leben hat, liegt dann sehr wahrscheinlich, wenn wir mal gucken, wie habe ich das überhaupt vergeben. Ich habe ein bisschen an der Steuerung gearbeitet und habe wahrscheinlich manche Dinge vergessen. Da versuchen wir es mal zu improvisieren. Liegt daran, ich habe hier schon 200 Punkte auf Vitalität gesetzt. Da habe ich 90. Das erklärt, denn das bringt Leben. Ich habe ein bisschen was auf Energie gesetzt. Und somit ist das erste Quest bereits abgeschlossen. Das haben wir auch noch nicht so schnell gehabt, hä? Aber das wären jetzt gerade mal knapp über 4 Minuten und das wäre jetzt wär vielleicht etwas kurz. Das war ein Diablo-Quickie. Genau. Deswegen gehen wir jetzt einfach weiter. Im zweiten Quest sieht man hier an dem schönen Dolch, muss man den Gitbin im Schinderdschungel finden. Und dann das dritte Quest ist, glaube ich, die ganzen Bestandteile von Kalim. Hirn, Herz, Lunge, Leber. Nee, was war's noch? Hirn, Herz, Auge. Auge. Das macht am... Genau. Und dann laufen wir jetzt einfach mal hier so durch. Also Ziel ist natürlich nicht, wie wir es jetzt die ganze Zeit schon so gehalten haben, die Portale zu finden. Das machen wir erst. In der Hölle wieder? Komisch, dass mich das jetzt hier so im dritten Akt relativ wenig stört. Da willst du einfach nur schnell durch, ne?
Skelette geht drauf. Nee, dann sind sie doch weg. Ist ja auch so eine Sache. Also, wenn man sagt, geht drauf, bedeutet doch eigentlich stirb. Ja. Sagt man das zu einem Untoten, was hat es dann für eine Bedeutung? Vierfach gesockeltes Langschwert. Da könnte es möglicherweise, aber es ist Zweihandwaffe, ne? Einhand. Ach ja, das Langschwert, stimmt, das ist eine Einhandwaffe, ja. Da könnte es vielleicht ein Runenwort für geben. Ich heb's mal auf, weil vielleicht ist es was dann für ein Briefe. Ja, vielleicht doch für dich, weil du kannst ja sein, dass du auch ohne die Klauen, weil die Klauen machen ja eigentlich am meisten Sinn bei der Assassine, wenn man diese Klauenfertigkeiten verwendet. Verwende ich nicht, ich falle. Genau, sie fällt, also sie setzt Fallen. Faulknall. Und damit hätte sie auch die Möglichkeit, natürlich auch mal auf Schwert und Schild umzusteigen. Und wenn man da ein schönes Runenwort findet, ergibt es vielleicht auch schöne Dinge. Habe ich eigentlich alle... Pass auf, der knallt. Ach nee, doch nicht. Pass auf, der knallt. Sehr schön gesagt, sehr schön. 9 Skelette, 3 Skelette. Rüstung. Lebt da noch irgendwas? Ich bräuchte noch für meinen Brezel. So ein Fetisch, ja. Das war meine Identifikationsrolle. So deine hier und dann nimm sie doch. Ja, danke. Ich hatte sie eh zu viel. Dornendrescher. Ja, das sind jetzt die Fetische. Die Fetischisten sind unterwegs. Fetischisten und Dornendrescher jagen die Dschungeljäger. Was? Das sind die Dschungeljäger? Ja. Ja. Das war jetzt Zufall, dass ich Jagen und Jäger sag. Werden da die Jäger zum Gejagten? Ah, hier drüben sind die kleinen Biester. Ah, weg mit euch. In euren grünen Schlüpfern. Du haust halt Sachen raus. Erst haben wir ein Diablo-Quickie, jetzt haben die grüne Schlüpfer. Naja, wie hießen die Lendenshorts, ne? Das klingt schon besser. Das sind grüne Schlüpper. Grüne Baumwollschlüpper. Nee, die sehen aus wie aus Blättern. Grüne Blattschlüpper. Wenn das grüne Blattschlüpper sind, ist das dann ein Blattschuss von meinen Magiern? So viele Fragen. Könnt ihr diese alle beantworten? Ihr habt genügend Zeit zu schreiben. Jetzt ist aber gut. Jetzt guckt wieder hin. Schreibt weiter. Aber immer schön hinsehen. Immer schön hinsehen. Immer schön hinsehen, was wir machen. Ne? Seht näher hin. Bin ich überhaupt? Ich gucke in die Kamera und gucke gar nicht zum Spiel. Ich spiele ja schon fast blind. Der schöne Champions hier. Oh, der ist schön. Flammerschlag. Aber noch alle Skelette hier. Alle Skelette da. Boah, das läuft. Was ist mit dir? Stirbst du auch mal mit deiner verzauberten Aura? Du wolltest den Regenerationstrank haben. Ich glaube, den hat jemand vor dir weggenommen. Böses Skelett. Genau. Oh, dann ist mein Golem fein raus, wenn ich Skelette beschuldige. Hat der Golem ein Glück. Ja. Kleiner Gulli. Gulli, Gulli, Gulli. Gulli, Gulli, Gulli. Ich denke Gulli. Gulli, Gulli, Gulli. Ach, ein Gulli. Gulli. Ja, nicht Gulli. Ja, dann sprichst du nicht so schnell. Gulli, 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 Gulli. Kleiner Gulli, 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 Gulli. Ich brauche noch eine Mütze für mein Brezel. Eine Mütze fürs Brezel? Mhm. Ich habe ja einen Schwengel als Wortlauf genommen, den wollte ich nicht haben. Also wenn ich meine Mütze sehe... Gib sie bitte her, wenn du dran denkst. Soll ich sie mitnehmen? Gehören der Helm. Ja, ich habe eine Mütze gefunden. Geht doch. Hat sich doch schnell erledigt. Schade, kann er nicht aufsetzen. Ach, das ist Barbar.
Ja. Dann weitersuchen. Ja. Wie wär's denn mal mit Sterben, ne? Yari kann ich nicht. Ihr schönen Wesen. Möge der Tod über euch kommen. Oh, so ist das schön. Also, wir haben gerade keine Ahnung, wo wir langlaufen. Wir laufen einfach mal kreuz und quer, um irgendwo hinzukommen. Ich bin gerade gar nicht gelaufen. Ich habe gerade geguckt. Wo bist du denn hier? Aber wir müssen hier auf jeden Fall die Spinnenhöhle noch finden. Jetzt mit so einer tollen Grafik weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt rein will. Jetzt sehen die Spinnen noch schärfer aus. Liegt ein großer Zauber? Den nimm halt mit. Ah, jetzt hab ich, ne? Den nimm doch. Der ist ja auch ganz toll. Ja, was bringt er denn? Angriffswert und Schaden. Und das ist jetzt nicht unbedingt im Überfluss. Ein Knick. Das bringt uns denn nicht so viel. Geld bringt da glaube ich auch nicht so viel, aber steht gar nicht hier. Nee, das steht hier nicht. Sowas steht beim Händler. Ich bin neugierig. Du bist zum Händler gegangen? Nee, erstmal in die Stadt. Wart so einfach ab. Und ihr seid dabei? Ihr seid meine Zeugen. Ist einfach weggegangen. Und wehe, jemand schreibt es, ihr habt das nicht gesehen. Hier ist das Portal und auf der Karte ist sie nicht mehr zu sehen. Sie ist nicht mehr da. 930. Dafür bringt der Barbarenhelm 12.000. Oh. Ich habe noch eine Rauchkugel mitgenommen. Hier ist irgendein Quest aktiviert. Ich habe gerade mit... Findet den Gitbin im Jinder-Dschungel, was? Ich habe mit dem Dings gesprochen. Ach so, der hat dieses Quest an. Ich hab mich schon gewundert. Hier ist sogar kein Jinder-Dschungel. Also haben der uns jetzt gerade das Quest gegeben? Ja. Dem Ormus, ne? Nee, da... Der Kain. Radli. Radli, auch ein ganz anderer. Hinten der... Ja, der... Der auch repariert. Genau, der. Radli. Bist du wieder da? Ich glaube, das war gerade ein Fehler. Ich bin durch das Portal gegangen und wieder in der Stadt gelandet. Bist du lange trotzdem hier bist? Hier liegt eine Krone, eine blaue. So, jetzt ist er wenigstens erstmal wieder angezogen. Komplett. Ist er nicht so nackig. Er hat die Mütze auf. Die Krone. Er hat die Krone auf. So, weiter geht's. Ah, der Dschungel ist schon schön gemacht. Der sieht schon toll aus. Genau, hier seht ihr euch hier. Die Blätter, die sehen ja wirklich geil aus. Ist toll, ne? Auch wenn es jetzt nicht so unbedingt mein Lieblingsakt ist, aber es ist wirklich schön gemacht. Ja, also wenn ihr euch mal näher anguckt hier, guckt euch mal die Grimasse hier an. Bei den Panzerhandschuhen, ja. Der liegt ja da. Könnte fast ein Ork sein. Kleine Biester. Ja, mach sie tot. Meine Skelette kommen. Na los, na los, na los, ich will hier durch. Auf geht's. Da kommen schon noch mehr Kleine, ja, da kommen sie schon. Das sind immer die schlimmen Stellen, wie dann so rausgerannt kommen, in diesen schmalen Pfaden. Da können die richtig gefährlich werden. Und ihr habt ja schon gesehen, ich bin auch schon einmal gestorben. Einmal. In der Höhle des Bösen. Einmal. Einmal im Albtraum. Und kein Mal in Normal. Spinnenhöhle. Oh, dann haben wir doch einen richtigen Weg gefunden. Wie sieht's denn aus? Aber wir sollten doch eigentlich in den Jinder-Tunnel. Jinder-Dschungel. Ja, wir müssen aber sammeln. Das weiß ich ja. Deswegen gehen wir jetzt hier lang. Ich dachte zumindest, dass die Spinnenhöhle war. Hier vorne sind sie. Dino. Guck dir das an. Diese Dinger, die gehen in kein Staubsaugerrohr rein. Nein. Die sehen wirklich interessant aus. Guckt euch an hier. Ich mach's extra groß für euch. Sind sogar andere blaue Türmchen noch dazwischen. Drachen, Grins oder Heule. Sehr appetitlich. So, Monsterwiderstand. Das wollte ich jetzt gerade machen. Ich mach's gerade Monsterwiderstand.
Aber es ist auch selten, dass die Spinnen nicht auf dem Rücken fallen und die Beine anziehen. Ne? In anderen Spielen fallen die dann immer auf dem Rücken und ziehen die Beine so eklig an, was ja noch viel ekelhafter ist. Wie hier passiert was ganz anderes. Weil hier dem, ihr seht mal das Skelett, geh mal rüber. Hier ist der Heiltrank, geh mal weg. Hier passiert was ganz anderes. Die werden hier komplett am Körper aufgeschlitzt. Sodass alles rausläuft. Lecker. So muss das sein. Gehen wir einfach weiter. Da unten ist eine goldene Kiste. Sehe ich bei mir schon auf der Karte. Ach dort, ja. Gehen wir mal direkt in die Richtung, dann sind wir schneller wieder hier raus. Es sind jede Menge Spinnen. Giftspinnen. Vor mir ist eine Wand ausgelitten, das geht. Eine Knochenwand. Ein kleiner Zauber. Dann gehst du natürlich hin, ne? Ja. Vor allem die Bewegung von denen ist schon krass, ne? Also mit die Laufen ist schon... Mir zieht gerade alles zusammen. Zorg der Brenner. Was? Zorg der Brenner ist hier. Extra stark, verflucht und spektral. Eine gelbe Doppelaxt. Ich nehme die mal mit. Mach das. Ich möchte die Kiste aufmachen. Mach das. Hab ich. Kalios Auge. So, da haben wir doch schon mal das erste. Und haben automatisch damit auch das dritte Quest aktiviert. Das ist hier alles ein bisschen durcheinander mit den Quests im dritten Akt. Man hätte jetzt auch direkt zum Schinderdschungel gehen können, aber dazu muss man erst durchs große Moor oder man findet den direkten Weg von dem Spinnenwald zum Schinderdungeon. Da gibt es meist auch einen direkten Weg. Aber wenn man den sucht, findet man immer nur das große Moor. Wenn man aber das große Moor sucht, findet man den Schinderdschungel. Und selbst wenn man sagt, wir suchen jetzt das große Moor, sucht man unterbewusst trotzdem den Schinderdschungel und findet dann das große Moor. Das ist faszinierend. Ich sollte nicht immer so weit vorlaufen. Ich habe zwar viel Vitalität, aber das ist dann auch nicht so gut. Wollen wir zum Ausgang, ne? Ja. Oder gleich hier irgendwo, hier so eine Spinne. Die macht er noch tot, ne? Sehr schön, oh, noch starker Alter. Den nehmen wir mal noch mit. So, ich bin wieder draußen. Was haben wir hier? Das hier kann weg. Lass mal ein bisschen anders hinsetzen. Ich werde hier mal das identifizieren. Die Gänsehaut wieder glatt streichen. Ist nämlich eine ätherische Waffe und dadurch hat die mehr Schaden. Mal sehen. Das könnte ich jetzt, aber mein Golem hat hier Schaden 11 bis 30. Ich mache mal einen Golem draus. Dann haben wir nämlich jetzt das Ganze mal so weiter. Jetzt haben wir einen Golem draus gemacht aus der Sache. Machen wir das so. Wir sind weiter unterwegs. Dann können wir jetzt eigentlich den Weg weitersuchen, ne? Ich mache nur noch kurz ein bisschen Platz. Achso. Soll ich warten? Warten im schönen Garten? Ich komm schon. Okay, dann gehen wir weiter. Da muss ich sagen, die Tür ist ja besser als gedacht. Ja. Dass man so schnell die Spinnenhöhle findet, hätte ich nicht gedacht. Ah, Zwerge. Das sind keine Zwerge. Nee. Oh, das sind jetzt stärker, das sind Seelentöter. Seit eben waren es noch Fetische. Jetzt sind Seelentöter. Da, laufen sie übereinander. Ist auch interessant, ne? Stellen sich zwei Seelentöter übereinander, sind Schamane. Ja. Doppelte Kraft. Und dann können sie plötzlich Feuer zaubern. Ansonsten spucken sie nur. Wo bist du? Auf der anderen Seite. Okay, ich komme drüber. Ich komme, wo bist du? Da bist du. Skelette, kommt ihr mit? Bin aber gestorben. Komm aber zurück. Skelette wieder vollständig. Oder vollzählig. Bist du einfach über die Brücke gerannt? Hat dich da irgendwas hinübergezogen? Ja, der Blitzding. Achso, der Blitzschrein. Hast du ein Schreien gesehen und gesagt, oh, da muss ich hin. Irgendwie schon. Überleben macht keinen Sinn. Mann, warum bin ich jetzt eingefroren? Weil er gerade wahrscheinlich ein Champion war. Ich bin's nämlich auch. Zweimal hat er mich gefroren. Amulett. Oh, fügt 1 bis 6 Blitzschaden hinzu. Ein kleiner Zauber. Ein Bogen. Yeah. Ich hab auch einen kleinen Zauber gefunden, aber noch nicht. Ich brauche es für die Identifikationsschriftrollen. 10% Extra Gold von Monstern. Kleiner Zauber der Gier.
Der passt zu dir. Der Zauber der Gier. Es ist Schinder. Wir sind ja auch im Schinder-Dschungel. Und da müssen wir jetzt was finden? Den Gittenbin. Und das Horn. Ach nee, im Dungeon müssen wir es Horn finden. Der ist im Schinder-Dungeon dann, aber der Schinder-Dungeon ist auch im Schinder-Dschungel. Alles hier, alles vor Ort. Hier gibt's einen Mana-Schrein. Der bringt dir vielleicht mehr als mir. Ich hab eine Kugel über den Kopf. Also, solange du sie nicht im Kopf hast. Das wäre das Ende. Das ist wieder Kälteverzauberung. Bloß mal so ein sanfter Hinweis am Rande. Okay. Da waren zweimal Kälteverzauberung. Ja, das war für uns auch schon. Ach ja, weil das die Schamanen sind, die ja zweimal sterben. Ach so. Das stirbt erst einer und danach ist es doch nur noch einer da. Und der ist auch weiterhin Champion und deswegen zweimal. Ach so, das war okay. Da habe ich nicht dran gedacht. Ja, ja, ich auch eben erst. Da hatte ich einen Denkfehler. Sowas passiert auch mir. Ja, mir. Mir ganz allein. Wo müssen wir lang? Denkst du, dass du allein bist? Der Denkfehler passiert mir. Mir. Hier hinten irgendwas ist. Aha, ich habe ihn geschlagen mit meinem Stock. Naja, mitten im Wald oder im Dschungel da. Da schlägt man mit Stöcken zu. Findest du halt mal einen Stock, ne? Ah, hier haben wir ein Portal. Das erste Portal gefunden. Fertigkeiten schreien. So. Und hier haben wir ein Sumpfloch. Ne, da wollen wir nicht hin. Ach, ich würde gerne mal das Stachelschild hier angucken. Dann das guckst du ja. Zweifach gesockelt. Gibt's da ein schönes Runen? Ja, für zweifach bin, nicht so, ne? Bin ich jetzt nicht so sicher, ob es da bei Schild was gibt. Kannst es ja vielleicht mitnehmen, wenn du Platz hast, aber. Eigentlich nicht mehr so viel. Willst du das Portal noch holen? Ja. Wir wissen ja nicht, ob jetzt irgendwann noch was finden, weil sonst müsste alles normal laufen. Obwohl, wenn ich es habe, dann kann ich dich ja dann dahin holen, also. Wäre dann auch nicht das Problem. Was ich hab, das hab ich. Deswegen ja. Was ist denn hier schon wieder? Wieder ein Champion. Was haben wir da für einen? Das ist eine verzauberte Art. Beweg dich mal, diese Blitzverzauberung. Ah. Nicht so schön. Nicht so schön, die Blitzverzauberung. Ah, oh, mein Fritze war weg. Schwanerei. Du hast bloß ein halbes Leben. Ich? Du hattest eben bloß ein halbes Leben. Ja, aber ich habe gerade einen Trank genommen. Das war meiner. Da liegt ein Kampfschild. Hm? Mann, ihr Verein. Der ist einfach gesockelt, also dafür gibt's kein Runenwort. Außer in einem neuen Update kam das jetzt, aber das glaube ich eher weniger. Ich habe mich noch nie mit Runenwörtern beschäftigt. Da wird's Zeit. Hier liegt ein Regenerationskrank. Ein Schleimprinz. Das ist noch so ein Schleimprinz. Wird er dann ein richtiger Prinz, wenn man den küsst? Den hier tot ist richtig krass. Ja. Die explodieren und dann liegen sie nur noch als Skelett da. Bemerkenswert. Sind wir die kleinen Schinder? Wieder irgendein Schamane. Und das? Noch ein Schild. Auch zweifach. Ach, nur Paladin-Schild. Zurück. Die Gegner kommen. Machen wir hier hinten denn was Schönes? Oh, hier ist der Gitbin. Was macht dich da so sicher? Weil auf der Karte ein Messer zu sehen ist oder ein Dolch. Achso, bei mir ist nur dein Name und ein Haufen grüne. Ja, ganz weit links. Klose. Auf der Karte. Wie du bis jetzt siehst. Nee, muss ich noch ein Stück vor. Ah, jetzt. Wenn du da drauf drückst, kommt dann in der Umgebung irgendwo, also hier ist dieses Ding.
Siehst du das? Hä? Hier kann man draufdrücken, dann fängt das an zu brennen und dann kommen dann hier irgendwo Champions raus. Oh, jetzt habe ich schon drauf gedrückt. Die tauchen jetzt irgendwo auf. Bei dir aufgetaucht? Ja, direkt bei dem Ding. Es ist unterschiedlich, weil ich glaube, beim Normal sind die ein Stück woanders aufgetaucht. Aber ich hab's gesagt. Da tauchen Champions auf. Wow, grün. Wo kann ich? Oh, Menno. Willst du ihn haben? Immer bin ich zu langsam. Jo. Da hab ich keinen Platz dafür. Nehme ich's wieder mit? Mach das. Hätte ich mich ja gar nicht so anstrengen müssen. Nehmt den Gitbin an euch. Hast du gemacht, oder? Ja. Sie hat den Gitbin. Nur zu Ormus. Und damit gehen wir jetzt zurück. Back to town. Sie ist auch da und dann geht's hier rüber zu Ormus. Mit dem kann sie jetzt sprechen. Wo bist du? Oh, da bist du. Moin. Und dann? Und dann können wir mit Ashara sprechen. Die ist hier nur mit... Ach, das war das letzte Mal schon, ne? SH geschrieben und ich glaube hier hinten mit SCH. Genau. Hier steht auf der Karte Ashara. Hier steht auch Ashara mit SCH. Und im Quest... SH. Ich weiß gar nicht, ob das in der alten Version auch schon so war. Hallo, hallo. Ein Brezel wieder geholt. Hallo. Und somit ist Quest abgeschlossen. Hä, ich muss noch mit Ormus sprechen. Mit dem hast du vielleicht jetzt gerade schon eben gesprochen. Seid gegrüßt. Oder ich hatte schon mit Ormus gesprochen, nachdem du mit Ormus gesprochen hattest. Da war das Ormus-Gespräch schon weg. Kann sein. Ich habe da nämlich schon den Zauberring bekommen. Rabe-Haltring. Mit Todesspinde. Jetzt gehen wir nochmal kurz zu Kain, damit ich euch noch zeigen kann, ob das Grüne vielleicht irgendwas ist. Es ist nämlich Sigons Schutz. Mit Blitzwiderstand 30% und 25% verbesserter Verteidigung. Ob wir das verwenden werden, wissen wir noch nicht. Das sehen wir dann einfach mal weiter. Aber wir haben ja jetzt schon im ersten Video aus dem dritten Akt schon wieder jede Menge geschafft. 2 Quests abgeschlossen und vom dritten Quest bereits das Auge gefunden. Da war ein Auge drauf geworfen. Genau, das ging ja ruckzuck. Es fehlt noch das Gehirn. Das Herz und der Flegel. Aber diese Suche geht erst in der nächsten Folge weiter. Und ich hoffe, ihr seid da wieder dabei. Und denkt dran, ich liebe es, wenn ihr mir den Daumen nach oben gebt. Ja. Und sollte euer Abonnieren-Button noch rot sein. Und dieses Rot strahlt euch so kräftig an. Dann gibt es da einen Trick. Ja, einen ganz einfachen. Einfach mal kurz draufklicken. Dann ist er nämlich grau. Er strahlt nicht mehr so sehr. Aber ihr wisst sofort, wenn es etwas Neues zu sehen gibt. Diesmal so als Hinweis am Rande. Und das war's. Also bis zum nächsten Mal und mögen die Hörner stets nach oben ragen. Tschüssi.